YouTube-Zeichen, dann geht's jetzt auch weiter. Im geothermalen Tal. 1% abgeschlossen, also noch nicht reingeguckt. Jungfräulich quasi. Und hier haben wir auf jeden Fall schon epische Musik. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Also wir haben hier einen Weg. Und wir haben da vorne noch einen Weg. Und da blinkt schon mal was. Dann, ach, hier brauche ich wieder eine Sprengladung. Warte, haben wir hier oben irgendwas? Morgen bezieht, dann ist da wäre geil. Aber hier ist nichts. Das heißt, ich kann das Ding nicht sprengen. Das ist eher uncool. Na ja, gut, okay, dann müssen wir später da mal schauen. Außer ich finde hier natürlich jetzt noch im Schuppen irgendwas. Hier gibt es Hühner. Und Gänge. Kann ich einfach rüber? Anscheinend. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Nee, also brauchen wir schon zwei Sprengladungen. Boah, ich hoffe, ich kriege irgendwann einen echten Sprengpfeil oder irgendwie sowas. Das ist ja richtig Käsekuchen. Du bist halt immer auf die Objectives angewiesen. Da ist gar nichts. Guinness! Die Alerts funktionieren nicht und in dem Fall auch Snice. Dankeschön, ihr zwei, für den Host. Normalerweise wird ein Host angezeigt. Irgendwie mag Tippi die Hosts nicht. Keine Ahnung, ob du auch die Probleme hast. Guinness und Zuschauer und Army, danke für den Host und willkommen bei Tomb Raider von der Xbox im vierten Stream. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Da, wenn sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Ja, und für alle, die sich eventuell fragen, kommt ja jetzt morgen für den PC raus. Beziehungsweise heute in der Nacht oder morgen früh. Kann ich empfehlen. Also ist natürlich kein Open-World-Spiel wie ein Witcher oder wie ein Just Cause oder sowas, aber es ist halt ein schönes lineares Spiel in dem Sinne. Macht aber trotzdem Spaß und die PC-Version hat ja auch gute Kritiken gekriegt. Die haben sehr gut portiert und allein schon die Xbox-Version sieht schon recht nett aus. Und wie gesagt, die PC-Version mit guter Hardware vorausgesetzt, dann nochmal ein bisschen besser. Kann ich halt empfehlen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude zwei Tage lang durchkämmt. Achso, das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Oh, hallo. Hallo. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Oh. Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Okay. Ich grüße Sie. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss auch. Dann nicht. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Hm. Ja, wir sind jetzt das erste Mal hier in diesem neuen Gebiet. Mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Wo wir letzten Stream, letzte Woche Donnerstag aufgehört haben, im geothermalen Tal. Deswegen hier sind wir gerade das erste Mal neu. Ich gucke mich gerade mal so ein bisschen hier um. Da komme ich irgendwie hoch. Die Frage ist, komme ich hier auch runter? Da komme ich aber auf jeden Fall auch wieder raus. Secret? Nee, ich sehe nichts. Schade. Oder wir müssen erst das Wasser weiter ablassen. Wäre sein können, dass direkt im Brunnen irgendwie ein Secret ist. So, wie kommen wir denn hier hoch? Da muss es ja auch irgendwie hochgehen. Da
Da drin ist eine Leiter. Da komme ich zumindest schon mal rein. Was ist hier? Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Okay, die Frage ist, wo? Ach, da oben. Oh, okay. Da kommen wir später hin. So. Komm ich aber nicht hoch, oder? Ah, ich muss da hoch. Über den Baum. Na, erstmal mal hier auf. Dann gucken wir mal rein, was es hier Schönes gibt. Repetiergewehrkomponente. 2 von 4, also haben wir schon die Hälfte von dem Moped zusammen. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Schreibt mal irgendeiner was in den Chat. Weil es ist gerade so still. Ich habe gerade schon geguckt, ob ich vielleicht einen PC habe und nicht mehr online bin. Weil keiner im Moment was sagt. Gerade so verflucht still. Komm ich denn da hoch? Ah, okay. Dankeschön. Hätte ja sein können. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich. Kann ich mich nicht festhalten. Also ich gehe davon aus, ich muss an diesem Baum. Ist das ein Sammelding? Ja, es ist ein Sammelding. Ja, das ist ein Sammelding. Kann ich auch schon sein, gegrüßt. Hier komme ich hoch, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Dann komme ich hier hoch. Nein. Okay, dann muss ich da direkt den Ast nehmen. Die gucken in aller Ruhe. Ja, ist ja auch okay. Nur, wenn es halt so still ist, dann ist mein erster Gedanke immer, huch, habe ich einen Disconnect oder so. Deswegen gerade erstmal auf die Drop Frames geguckt, aber da war halt alles in Ordnung. Von daher, alle weitermachen. So, ich muss da irgendwie rüberkommen. Oder ich will da irgendwie rüberkommen. Ich muss an diesen Ast springen. Aber das ist doch zu hoch, oder? Nee, ist nicht zu hoch. Das passt genau. Nee, es passt nicht genau. Es hat aber auch nicht viel gefehlt. Also, ich komme hier nicht hoch, ne? Ich meine, das wäre... Da komme ich nicht hoch. Das wäre das Geilste. Ich meine, ich muss ja dann hier wahrscheinlich drankommen. Nein! Es war ein Doppeljump. Ich depp, aber es funktioniert. Okay, also nur nicht doppeljumpen. Das ist dann nicht gut. Das weiß ich nicht, Hartox. Wir haben die Story ja noch nicht durch. Ich glaube, also so wie ich es verstanden habe, ich wurde gewarnt. Es gibt am Ende einen Hinweis, wenn du jetzt weiterspielst, ist das Spiel bald Ende und du kommst nicht zurück. Also quasi ein Point of No Return. Ich weiß es halt nicht, weil wir sind noch am Anfang. Nein! Ja, ich muss da genau durchspringen, ich Depp. Aber wie kann ich das denn steuern? Nee, ich muss da nicht durchspringen, dann bin ich ja wieder da, wo ich gar nicht hin will. Ich muss, wenn ich an der Wand bin, nochmal doppelt tappen, um hochzuspringen. Um mich handel festhalten zu können. So oft die Streams auf YouTube nachgeholt und jetzt erst auf Twitch dabei. Endlich! Dann sei gegrüßt. Und wie schön, dass du den Weg rübergefunden hast. Ich weiß, ich streame halt immer so spät. Da kann halt nicht jeder zuschauen, der auch möchte, wegen Arbeitszeit oder Schul- und Unizeit. So, ich muss da so rüber und dann einen Doppelsprung machen. Genau so. So, das ist schon mal Schritt... Was? Metallbarrieren? Zerstören Sie Metallbarrieren mit Hilfe von Sprengladungen.
Was? Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Wo ist Metall und wo sind Sprengladungen? Ich weiß nicht, wie... hallo? Na ja, gucken wir. Wir gehen erstmal hier weiter rum. Oh Gott, jetzt bitte nicht abstürzen. Bitte nur nicht abstürzen. Genau, für die gibt es ja dann den Re-Upload immer auf YouTube, ganz genau. So, da komme ich nicht rein. Da will ich erstmal nicht hin. Jetzt muss ich einen Doppeljump machen. Perfekt. So, jetzt kann ich mir hier wahrscheinlich schon mal einen Shortcut bauen. Die Frage ist, wohin? Das ist eine gute Frage. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, wo mich das hinführen soll. Dementsprechend Shortcut denied. Hier geht's nicht. Keine Ahnung, gibt's keinen Shortcut. So, erstmal kann ich hier da durchschneiden. Dann kommt das Ding runter mit der Kiste. Verstehe ich. Und die ist jetzt... Ist jetzt ins Wasser gefallen? Wie, und dann alles nur für die Kiste? Naja gut, da müssen ja Reichtümer und Schätze drin sein. Ich kann mir keinen Shortcut bauen, das ist... Doch, da drüben. So weit? Ne, ich wollte doch schon sagen, das ist ja zu weit, oder? Da komme ich doch nicht hin. Da wäre nämlich ein Shortcut. Da brauche ich irgendwie turbobetriebene Nitro-Pfeile. So weit kann ich nicht schießen. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder runter. Irgendwie. Hier ist noch was. Das nehme ich mit. So, dann gehe ich mal runter. Ohne jetzt hier abzustürzen. Oder hier vielleicht. Ja, die Kiste liegt jetzt unten. Warte. Ich muss da unten X drücken. Na gut, ich weiß jetzt ja, wie es geht. Jetzt kann ich ja runter. Dann loote ich nochmal die Kiste. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ja, Lara sieht wirklich gut aus. Vor allem mit diesem Dark Souls Outfit, das noch ein paar Boni bietet auf Pfeilrückgewinnung. Deswegen habe ich es halt an. So, schauen wir uns mal weiter um. Er hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Jetzt das. Dann nehme ich hier das hier hinten mit. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte. Und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Okay. Also der scheint echt kein Böser zu sein. Würde ich jetzt so tippen. Kann mich auch irren. So, da soll ich hin. Was haben wir denn sonst noch hier? Gucken wir uns mal hier um. Da haben wir eine Brücke. Und hier hinten haben wir weiße Hasen. Dampf, kein Rauch, weil nichts verbrennt. Facebook. Das ist Dampf. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Und ich meine, wenn man so eine Stimme als Streamerin oder YouTuberin hat, das ist doch geil, da kannst du auch einfach nur zuhören. Weil wir vorhin das Thema hatten, weibliche Let's Player oder Streamer. Bei so einer Stimme absolut, absolut cool.
Thank you. Bei Stefan geht's wieder. Dieses System. Stefan und Honoriana. Danke für den Host. Schönen guten Abend dir. Gerade bei Lara unterwegs. Neues Gebiet-Hype. Und wir gucken uns da gerade das erste Mal so ein bisschen um. Bin hier noch ein bisschen verloren, was es alles gibt und so. Mal gucken, was wir hier alles finden. Geschmack? Pinkman. Schmeckt so ein bisschen wie Rockstar Fruit Punch. Fruchtig, beerig, süß. Das beschreibt's am besten. Pinkman von Vampire Wave. Selbst gemischt. Nicht fertig gekauft. Oh, da ist noch ein Monolith. Den kann ich noch lesen. Hoffe ich. Ups. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Höre zum ersten Mal von dem Spiel, lohnt es sich, das zu kaufen? Das musst du entscheiden, Forlest. Da tue ich mich immer schwer, dir zu sagen, ja, kauf es, nein, kauf es nicht. Mir macht Spaß. Weiß nicht, hast du 2013 das erste Tomb Raider gespielt? Ja, dieses Spiel gab es jetzt eine ganze Zeit von November bis heute nur für die Xbox One. Kommt jetzt heute im Laufe des Tages für den PC raus und Ende des Jahres dann für die PlayStation. Deswegen haben das viele halt nicht auf dem Radar gehabt. Ist eine geile Fortsetzung zu dem ersten Tomb Raider, was 2013, glaube ich, rausgekommen ist. Also kein Open-World-Spiel, sondern ein bisschen linearer. Aber dafür halt ziemlich geil optisch in Szene gesetzt. Und das Schießen und Stealthen und so macht schon richtig Spaß. Also mir macht Spaß, wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann ja. Wenn das eher nicht so deins ist, dann eher nein. Aber das musst du beantworten, das kann ich leider nicht. Koch, sei gegrüßt. Also wie bis jetzt macht es halt einen echt super Eindruck. Wir sind so circa in der Hälfte, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist heute der vierte Stream. Wir haben vor anderthalb Wochen damit angefangen. Heute haben wir haben noch keine Hauptstory gemacht. Wir haben heute jetzt 3 Stunden schon gestreamt, glaube ich, und nur Nebenquests gemacht, beziehungsweise ein bisschen Ausrüstung gesammelt in Form von Fellen und so. Ja, und wie gesagt, dieses Gebiet scheint jetzt hier auch wieder ein bisschen größer und weitläufiger zu sein. Also du hast halt immer so, um mal jetzt die Karte zu zeigen, du hast halt hier so, ich nenne es mal Schlauchareale. Und da spielst du dich quasi einmal von vorne nach hinten durch. Und wenn du halt reinzoomst, sieht es halt so aus. Ja, das war jetzt so das Erste, da sind wir halt durchgewubbelt. Sind dann halt in das Gebiet gekommen, das war halt eben auch ein paar Schläuche. Und das war ja das erste Gebiet, was so ein bisschen weitläufiger war. Dann waren wir jetzt im zweiten Gebiet, was etwas weitläufiger war. Das war das hier. Das war auch ein bisschen weitläufiger, dann war wieder ein kurzer Schlauch dazwischen. Und dann kommst du jetzt wieder in das nächste Gebiet, wo wir gerade sind. Das ist jetzt das dritte Gebiet, was wieder ein bisschen weitläufiger ist. Und da kannst du halt eben Klamotten machen. Medias, kein Problem, kein Problem. Mach dir darüber keinen Kopf, Mann. Wer das Geld übrig hat und mich damit supporten will und die Community gerne, sage ich herzlichen Dank. Und wer es halt nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, ihr müsst euch da nicht rechtfertigen. Dann einfach zuschauen und Spaß haben. Sagt der Moderator, der kein Sub ist. Natürlich. Gut, John. Ab in die Ecke. Nö, die hatten einen Vertrag mit Microsoft bei Nami, also Square Enix. Und deswegen gab es das erst für die Xbox One im November letzten Jahres und jetzt für den PC und Ende des Jahres erst für PlayStation. Exklusivverträge. Wer hat die PlayStation-Leute an Bloodborne? Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ja, was? Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Okay. Helfen Sie uns? Ja, klar. Ich versuch's. Danke. Sammeln Sie Holzäste, sammeln Sie Hirschfälle. Och nö, die brauche ich doch selber. Verdammt. Äste und Hirschfälle. Schick jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach. Ja, okay, das machen wir ja on the fly. Äste sammeln und Hirsche töten. Das hatte ich eh vor. Wenn wir die sehen, werden wir die jagen. Gut, ich glaube, wir haben uns das Dorf jetzt hier so ein bisschen angeguckt, oder? Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Oder gab es hier noch eine Mission? Eine Mission gab es nicht. Dementsprechend geht's weiter. Ich grüße Sie. Grüße zurück. Husten, sei gegrüßt.
Ja, da war ich schon drin, ne? Ja, da war ich schon drin. Meine Orientierung schlägt wieder zu. Stefan, sei gegrüßt. Bist du vorwärts gekommen? Noch ein Stück? Dass du da so... Alter, Respekt dafür, muss ich sagen. Das wäre mir zu heftig, gerade im Stream. Klar, ich meine, wenn du daraus aber die Herausforderung und den Spaß ziehst, umso besser. Also wichtig ist halt, dass du halt Spaß dabei hast, aber das sieht man dir ja an, dass du Spaß hast. Klar, ab und zu mal fluchen gehört dazu. Und wir sollten da herumgehen. Äste habe ich schon, wurde durchgestrichen. Okay, dann brauche ich noch die Fälle. Da haben wir ja keine, die haben wir gerade alle ausgegeben. Ich tippe mal fast. Zu meiner Linken wäre das Grab. Ich denke, das ist das Grab. Also hier. Die Frage ist, wie komme ich da rüber? Ich komme von da, ich hüpfe hier hin, bin da. Komme da weiter. Na, das gucken wir uns gleich nochmal an, das Grab. Das sieht ja ganz schön kaputt hier aus. Ist echt eine harte Nuss, ja, auf jeden Fall. Stefan ist bei Fledermausi. Ja, die habe ich schon bei Spike gesehen, Fledermausi. Ich glaube, da macht Spike sogar morgen weiter. Oder hast du die noch geschafft, Spike? Die Fledermaus? Nee, ne? Fledermausi musst du auch noch machen. Da ist Spike auch dran verzweifelt, aber schon auf normal. Ja, komm, gucken wir doch mal ganz kurz dann ins Grab dahin. Wie es da weitergeht. Da komme ich, glaube ich, nämlich rüber. So weit, so gut. Okay. Ah, ich kann mich darüber schwingen. Ja, natürlich kann ich mich darüber schwingen. Du, die Fledermaus ist tot, okay. Habe ich denn den Stream verpasst? Ich überlege gerade. Karte aktualisiert. Da haben wir einen Busch. Den Busch nehme ich mit. Kann ich nicht. Hier kann ich mir einen Shortcut bauen. Den mache ich auf jeden Fall schon mal fertig. Hier ist zu. Zu ist die Tür. Da kommen wir dann wahrscheinlich später raus. Das wird quasi ein Rundgang sein, vermute ich jetzt mal. Das heißt, wir müssen hier durch. Ich bin AFK gegangen. War das dann der Freitagstream? Ja, das war dann Wolf-Time. Oh, Alter, das sind aber viele. Das sind verdammt viele. Hallöchen. Ihr kleinen Wurzelpuzzel. Schön, dass ich euch jetzt sehe. Und dass ihr mir auf die Omme geht. Warte, ich muss schießen. Eins. Zwei. Wie ich den getroffen habe, keine Ahnung. Ich dachte, ja, ich habe den anderen erwischt. Drei. Der haut ab. Okay, soll er machen. Drei Fälle. Mehr Fälle. Viel mehr Fälle. So, da ist eine Tür. Da waren Kräuter, die ich wieder nicht nehmen kann. War hier nicht irgendwo noch irgendwas oben, was ich gesehen habe? Irgendwas zum Abschießen? Stimmt, es war Freitag. Da war dann irgendwann um 10 Richtung Hasi-Time. Ja, das war Freitag, ich erinnere mich. Achso, der. Wie gehen die eigentlich hier durch? Ich komme hier nicht durch. Der ist einfach. Oh, da ist eine Höhle. So, wie kriege ich das auf? Achso, einfach X'en. Perfekt. Oh, sei gegrüßt. Ja, der eine Wolf ist weg. Da komme ich nicht mehr hinterher. Da,
Da, das habe ich doch gerade gesehen. Wollte ich doch sagen. Hier ist doch noch so ein Schieß-mich-ab-Ding. Gibt 35 XP. Habe ich gerade schon im Kampf gesehen. Okay. Die Tür kriege ich aber immer noch nicht auf. Dieses Klingklang. Ich glaube, wir sind gleich beim Grab. Grab-Time in Tomb Raider. Oh, hier oben ist auch noch was. Krypteingang. Und eine Höhle. Eieiei, hier ist ja doch noch einiges. Bobby, komm gut ins Bett bis morgen. Genau, Donnerstag geht's ja um 22 Uhr weiter. Und Reskiel und alle anderen, die jetzt ins Bettchen gehen, kommt gut rein. Unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Hurra! Grabzeit. Hannah Montana. Die auch, natürlich. Dann sieht nämlich keiner, wie ich jetzt wieder an Rätseln verzweifle. Das ist quasi, wenn du das durchgespielt hast, dann kannst du auch so Witness spielen, glaube ich. Da unten muss irgendetwas sein. Ja, das wäre nicht falsch. Ich mach gerade das Grab kaputt. Was spielt Stefan denn zurzeit? Resident Evil Zero. In dem schwersten Modus, den du von Anfang an spielen kannst. Also schwer. Und das ist dann wirklich schwer. Also das Remake auf der PS4 halt. Von der damaligen GameCube-Version ist es ja ein Remake. Das spielt er gerade und da beißt er sich so ein bisschen die Zähne aus, aber... Erstaunlich. Er kommt vorwärts. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Ich schaue extra auf den YouTube-Reupload. Nein! Doch nicht für Scheitern. Habe ich volle Pfeile? Warte mal. Alter, wie viele Pfeile kann ich denn jetzt hier bauen? Viele. Na, dann kann ich mir auch einen erstmal wiederholen. Vier Federn, wow. Ja klar, lade ich das auf YouTube, Corvus. Klar, lade alles, was nicht gerade durch die GEMA oder so verboten ist, lade ich auf YouTube. Gib einfach mal, ich glaube, Ausrufezeichen Social ein. Da findest du unter anderem dann auch einen Link zu meinem YouTube-Kanal. Und da wird halt alles hochgeladen. Da findest du halt die alten Let's Plays, also die Dark Souls-Klamotten, die alten Klamotten, das erste Tomb Raider, was ich Let's Played habe, XCOM und natürlich die aktuellen Reuploads von Witcher, von Fallout und jetzt natürlich auch Tomb Raider. Das Einzige, was ich halt nicht hochladen konnte, was wir gestreamt haben, war Lords of the Fallen, weil da war die Videodatei leider kaputt und GEMA-mäßig durfte ich GTA nicht hochladen, weil da war halt so viel Ingame-Musik und das hätte Chaos gegeben. Also GTA gibt es leider auch nicht auf YouTube. Das sind die beiden einzigen Klamotten, die den Weg da nicht hingefunden haben. Also wie, ich glaube, Social ist es, ne? Ausrufezeichen Social. Steht aber auch unten, wenn du runterscrollst. Da steht das auch in den im Social-Bereich. Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional.
Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Wo ist das denn, der Gürtelschnalle? Das sieht eher aus wie ein goldener Lümmel. Wo man irgendwas durchsteckt und... Wir lassen das. Ist eine Gürtelschnalle. Passt schon. Kein GTA wegen der Musik? Ja, weil die Musik halt GEMA-lizenziert ist, die da im Radio von den Karren läuft. Und wenn du die halt laufen hast, dann kannst du GEMA-Probleme kriegen. Hast du auch sehr oft bei FIFA in den Menüs, dass du da halt Probleme kriegst. Das heißt, dann hätte ich die Musik ausschalten müssen. Und das wollte ich nicht. Ah, wir sind drin! Wir sind drin! Drin! Ja gut, hier war ja nichts. Perfekt, dann sind wir drin. Was? LOL! Ja, das ist wirklich LOL, aber das ist GEMA. Und da sagst du am besten GEMA kacken. Kommt ja nicht von mir, aber die GEMA möchte das so haben. Aus welchen Gründen auch immer. So, Waffen. Dass das nicht weggeht, wenn man es einmal angeklickt hat, das ist auch ein bisschen doof. Hä? Kann die Waffe verbessern? Ich kann hier auch verbessern. Moment mal. Was kann ich hier verbessern? Komme ich hier in eine neue Reihe? Rückstoß. Ja, Moment, den nehme ich doch mit. Hier kann ich nichts verbessern. Da kann ich die Knarre. Hier kann ich mein Gewehr. Was kann ich denn hier verbessern? Ja, da war wieder nur das Uninteressante. Und wir können Rüstungen bauen. Könnten. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass ich es tue. Wir könnten hier eine Rüstung bauen. Und zwar... die hier. Erhöht die Tragekapazität für jegliche Spezialmunition. Wie sieht die denn aus? Vorschau. Naja. Schont ein bisschen den Busen, aber... Corvus, komm gut ins Bett, mein Lieber. Ich weiß nicht, was Spezialmunition ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, normale Munition ist jetzt nicht... Also Spezialmunition ist jetzt nicht Bogen. Also Pfeile. Das wären Giftpfeile. Lohnt sich nicht, glaube ich. Und dafür so viel Material. Bis morgen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Da machen wir lieber... die Stabilität für die Waffe. Wobei, ich schieße gar nicht so viel mit der Waffe, oder? Kriege ich eigentlich bei der mehr Schaden hin? Nein, falsch. Nee, da kriege ich nicht mehr Schaden hin. Die macht es halt über die Geschwindigkeit. Nee, will ich nicht. Die will ich nicht. Dann bleibe ich bei meiner. Boah, will ich das jetzt haben? Das ist eine gute Frage. Das kostet 6 Pelze, 8 Kelloggs und ein Spezialfell. Ja, das ist eigentlich nix, wa? Ja, komm, ey, dann mach hier die Rückstoßklamotte. Gezogener Lauf. Und da gibt es nochmal Schaden. Verbesserungswerkzeug. Okay, das brauchen wir tatsächlich. Ah, das ist natürlich... Das müssen wir uns dann kaufen. Ja, natürlich müssen wir uns das kaufen. Sleepless again, sei gegrüßt. Bei Steam erscheint das Spiel auch für den PC erst im Laufe des Morgens, Rizu. Wir spielen es von der Xbox One. Das ist auf der Xbox One schon seit November draußen. Ja, komm, ich nehme den gepolsterten Griff. Nimm ich mit. Ja, wann hast du denn das letzte Mal zugeschaut? Also wir haben heute viel optionales Nebenmissions gemacht. Also Hauptstory hast du gar nichts verpasst, weil wir noch nicht eine Hauptstory gemacht haben. Du hast dann Gräber verpasst. Wir sind jetzt im...
zweiten Grab heute, ne? Ja, es ist das zweite Grab, was wir heute spielen. Also die zweite Grabkammer. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben. Mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen. Zu ihr. Was sind das hier für Klappen? Da habe ich irgendwie Angst aufzugehen. Vor allem, weil hier auch schon Leichen liegen. So. Ich überlege gerade wegen der Rüstung. Was habe ich denn an Spezialmunition? Ich habe nix. Also nur 5 Giftpfeile. Ich denke, dass ich dann mehr als 5 Giftpfeile mitnehmen könnte. Aber ich benutze sie halt nicht. Also das lohnt sich mit der Rüstung nicht so wirklich. Haus des der Kranken. Optionales Herausforderungsgrab. Okay, da haben wir ein Seil, weil auch schon gespannt ist. Wir haben hier vorne einen Mechanismus. Und dann haben wir da oben Vogelnester. Oder ganz oben. Also hier sind 1000 Vogelnester. Na komm, wir nehmen erstmal das hier. Ist das jetzt runtergefallen? Ja, schon, aber da komme ich nicht hin. Ich hätte es von der anderen Seite runterschießen sollen, nicht Depp. Cool. Nee, also heute hast du nichts verpasst. Ein Grabmal, also ein so ein Tomb-Ding. Pfeil verschwendet, aber egal. Da komme ich auch hoch. Ja, gut. Da hinten, ja, ist ein Pilze. Story, wie gesagt, gar nichts, weil da war nichts. Und wie gesagt, jetzt sind wir im zweiten Grab. Was ist das hier? Pilze. Die leben da. Das sind quasi die Einwohner in der Stadt, die sie beschützen. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Okay. So, was haben wir hier? Ich muss wohl dieses Gewicht mit der Plattform verbinden. Ja, wie soll das gehen? Erstmal hole ich mir das Moped. Was voll ist. Okay, dann komme ich hier wieder raus. Komme ich hier vielleicht zu den Pfeilen? Nein, komme ich nicht. Ach Mann, ey. Kann ich nicht drauf balancieren. Und da fällt es wieder ins Wasser, aber ich kann es eventuell da so runterschubsen. Jetzt sag nicht, das ist auch weg. Ja, da ist es. Ich kann es nur nicht looten, weil ich voll bin. Ja, okay. Gut, da ist auch noch was. Was ist das denn? Da ist ein Bollerwagen. Den können wir schon mal schieben. Die Frage ist, wohin? Und dann kann ich damit drauf feilen. Damit kann ich dann das Pendel da hinten beeinflussen? Oder schwimmt das? Das müssen wir auch gucken. Und wir haben die Plattform. Da oben ist ein Hebel. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Na gut, fangen wir mal an. Mal gucken. Ja. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Da oben ist ein Hebel. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Okay, also ich muss nach oben. So weit, so gut.
Ich muss natürlich dann auf der Plattform stehen, damit ich nach oben komme. Soweit so klar. Jetzt ist die Frage, was bringt mir das hier? Das muss ich ja erstmal ins Wasser schubsen. Das machen wir mal. Dann gucken wir mal, wo das hinfährt. Dann haben wir das Fass. Das kann ich dann irgendwie festmachen, aber woran? Weiter kann ich nicht. Was ich mal fragen wollte, ist das durchschnittlich so geringe Prozentsatz, wenn man ca. 6000 Follower hat und das nur ca. 200 Leute zu gucken? Also das würde ich sagen, ist ein sehr hoher Prozentsatz. Dass so viele Leute zugucken bei so wenig Followern. Es gibt halt Leute, die haben 15.000 Follower und da gucken keine 100 Leute zu. Also von daher bin ich halt sehr stolz, dass wir eigentlich eine sehr, ich nenne es mal kleine Community an Follows haben, aber trotzdem relativ viele Leute immer da sind und zuschauen. Das ist halt bei jedem verschieden und es kommt halt auch immer auf dein Spiel drauf an. Wenn ich Bloodborne oder Dark Souls 3 spiele, kann ich mit dir, ich will jetzt nicht wetten, das klingt ein bisschen doof, aber dann werden mehr Leute da sein, als wenn ich jetzt ein Spiel spiele, was halt eher unbekannt ist oder die Leute nicht so hyped. Das ist halt völlig normal. Und wieder da bin ich aber zufrieden, dass wir haben halt mittlerweile immer über 100 Zuschauer. Das ist völlig okay. Ja, so groß sind wir ja noch nicht. Das nennt man Bots. Nee, damit haben wir leider gar nichts zu tun. Leider schleicht das leider. Zum Glück gar nichts zu tun. So, was bringt mir das Moped jetzt? Und das sollte man auch nicht vergessen, richtig. Die Uhrzeit kommt natürlich noch dazu. Ich bin halt nicht der Primetime-Streamer, der von 18 bis 22 Uhr streamt. Das kommt noch dazu. Ich habe halt eher eine nachtaktive Community und die ist natürlich deutlich kleiner. Plus deutschsprachig noch mal kleiner als Englisch. Und so reduzierst du halt weiter und weiter. Nicht, was mir das jetzt hier bringt. Wie soll ich die beiden denn miteinander verbinden? Bist du sicher? Ja, weil ich sehe die aktiven Chatter und das sieht man. So, ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch und gucken, was hier oben ist. So, wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss nach rechts rüber. Navy. Bei immer, was du auch vorhast, du weißt, dass das Ding hier aufgezeichnet wird und wenn du ankündigst, einen Bot zu nutzen, und das dann ziemlich bald danach passieren sollte, wäre vielleicht nicht ganz so gut. Ja, weil von Bots halten wir nichts und die werde ich als Partner natürlich dementsprechend auch melden, weil ich möchte nicht, dass ihr Bots halt einsetzt. Das ist vielleicht lieb gemeint, aber lasst es bitte. Und dementsprechend war das Letzte, was ich zu dem Thema sage. Es wurden ganz, ganz viele Bots-Accounts gelöscht, Critkill, absolut. Davon sind wir halt zum Glück verschont gewesen, weil wir halt so gut wie keine Bots als Follows hatten. Absolut richtig. Wie gesagt, da haben etliche Leute 500.000 oder sogar 7.000 Follower verloren, weil Twitch die halt aussortiert hat. So. Was bringt mir das? Ich... Ich muss dahin, das verstehe ich. Aber ich komme... Wie kann ich die Plattform verbinden? Und was nützt mir das da? Ich kann die ja nicht miteinander verbinden.
Ja, global auf Twitch natürlich ist das ein Problem. Ja, es gibt halt auch zwei Sorten von Streamern. Es gibt natürlich Leute, ich will euch jetzt niemanden unterstellen, die das tatsächlich für sich selbst nutzen, insgeheim, die das dann auch machen. Und es gibt halt eben Leute, die werden gebottet und wollen das überhaupt nicht. Das ist dann halt auch ein Problem. Also da muss ich hin, das verstehe ich. Das ist wahrscheinlich der Weg zurück, das verstehe ich auch. Aber wie komme ich da hin? Ich verstehe das Rätsel mit dem Ding hier nicht. Achso, da kann ich das, warte mal, kann ich das einfach hier angrabben? Und dann hakt das ein? Hä? Hat sich das jetzt bewegt? Bleibt das gleich? Was? Ja, was bringen die Bots? Wie Robson schon tatsächlich sagt, auf lange Sicht null. Er ist sogar schädlich. Viele erhoffen sich dann halt den schnellen Erfolg damit, aber das geht immer nach hinten los. Was soll das hier bringen? Keine Ahnung. Aber ich kann den Wagen auch nicht weiter schieben, oder? Ich teste das jetzt nochmal. Ja, wenn nicht, frage ich gleich nach einem Tipp. Will euch ja auch nicht langweilen, weil im Moment sehe ich das Rätsel nicht. Also, ich verstehe schon, dass ich da drüben hin muss und die Plattform brauche. Aber ich sehe halt im Moment nicht, wie ich den Haken verbinden soll. Ich meine, ich kann jetzt ja nicht hier einfach sagen... Ja, aber das ist doch jetzt nicht verbunden. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Das hält doch nie. Das geht doch nie. Genau, Zockerfreund. Entschuldigung, hab dich überlesen. Was ist das denn für ein Mick? Prinzipiell, Spike hat schon gesagt, steht unten drin, aber ich sag's natürlich auch gerne. Das ist das Electro Voice Re, also RE320. Ist mein viertes oder fünftes Mikro und mit dem bin ich jetzt echt restlos zufrieden. Nachdem ich am Anfang immer ein bisschen rumprobiert habe mit Mikros, bin ich jetzt mit dem sehr, sehr zufrieden. Also auf lange Sicht wüsste ich nicht, was ich mir anderes holen sollte. Bei den anderen gab's halt immer ein paar Probleme, aber mit dem absolut zufrieden. Was? WWW? Viele haben doch solche Bots, die aufpassen, was im Chat passiert. Ja, das sind ja Moderator-Bots, das ist ja was anderes. Da habe ich ja auch tatsächlich den Mu-Bot und meinen eigenen Bot, aber der, es geht um Bots, die halt Follows simulieren oder Zuschauer. So, was bringt das jetzt? Ich ziehe jetzt, dann geht das wieder ab, ne? Ja, natürlich geht das ab, ich kann ja immer nur an ein... Ich check's nicht. Und was RWB? Verstehe ich nicht, John. Und hier kann ich nichts dran schießen. Also, hier kann ich nichts festmachen, weil kein weiteres Ziel. Also ich... Deswegen verstehe ich diese Rolle nicht. Sie ist halt an einer Position... wo nichts ist. Ich habe halt keine Sichtlinie auf irgendwas. Ja, John, so was kannst du nicht schreiben, wenn ich hier rätsel. Das Gehirnkapazität ist eh schon auf Maximum. Muss schon das Gehirn overclocken. Also dieser Gegenstand ist für mich im Moment noch tot. Er ist einfach da. Aber er bringt nichts, weil ich habe noch nicht gecheckt, was es bringen soll.
Weil hier ist halt nichts, womit ich ihn festbinden kann. Ich versuche den jetzt nochmal. Ich kann ihn aber auch noch zurückschieben. Hast ja einen echt guten PC. Ja, damit ich halt mit den Einstellungen streamen kann. Wie gesagt, mit den Presets könnte ich mit einer anderen CPU halt kaum streamen. Also ich nutze den halt quasi als Streaming-PC. Und das ginge halt nicht, wenn nicht die CPU drin wäre. Und die ist jetzt schon auch auf 80-90%. Achso. Oh, kleiner Grafikbug. Oder kann ich das auch so rumschieben? Ne, so rum kann ich das nicht schieben. Jetzt hast du was verpasst, im Spiel, weil du auf den Chat geschaut hast. Ja, das passiert mir häufiger, Aimbeer. Ich weiß, deswegen seht ihr ja auch mehr. Als ich, weil ich halt immer mal wieder auf den Chat gucke. Wie soll das gehen? Was bringt das, verflucht? Ist hier irgendwie eine Druckplatte? Ne, hier ist doch keine Druckplatte, oder? Hier ist nichts. Gib mir mal einen Tipp, Freunde. Ich check's nicht. Das Brett hier ist im Weg oder so. Aber das kann ich nicht wegnehmen. Kann ich hier noch tauchen? Ach, hier ist ein Vogelnest. Ach so, aber das war voll. Der hintere Lift, in dem du gefahren bist, hat sich nach oben bewegt und der andere auch. What? Echt jetzt? Ne, das habe ich wirklich nicht gesehen. Moment. LOL, das geht wirklich. Nein. Nein. Ich bin zu langsam. Ja, kann ich knicken. Ich war zu langsam. Also nochmal. Yeah, danke schön. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay, dann kommen wir dahin. Dann kommen wir dahin. Und dann komme ich dahin. Ist das echt nur ein Troll-Item, der Wagen? Nein, warte mal. Es ist kein Troll. Es ist vielleicht ein Troll. Warte, pass auf. Und zwar, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das so. Dann ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Nein, ich will hier durch. Ich will hier durch. Ach. Dann kann ich es da nämlich festmachen. Dann hat der Wagen doch einen Sinn. Dann ist nur die Frage, wie ich hochkomme. Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch darauf. Eieiei. So, jetzt habe ich, glaube ich, das Rätsel verstanden. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Epische Musik. Aber wie komme ich da hoch? Ah, da komme ich hoch. Das heißt, wir müssen hier ganz kurz umdisponieren. Gut, das hätte ich nicht gesehen, Freunde. Danke für den Hinweis. Ich habe nicht gesehen, dass der tatsächlich dadurch beeinflusst wird. Das habe ich nicht gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses kleine Seilchen die ganze Karre da hochzieht. Stefan, komm gut ins Bett. Bis morgen. Ins Bett. Zu Batman. 18 Uhr. Ne, 19 Uhr. Morgen bei dir wieder. Doch, mein Alter steht unten, Navy. Steht in der FAQ. Ich kann hier dran springen. Rico, sei gegrüßt. Uh-huh.
Da gehen wir nachher hin. Da muss er eh wieder hin. Ja, aber er kann erstmal die Rolle hier mitnehmen. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Sehr schön eingesprochen. Jahrgang 79, um deine Frage zu beantworten. Hoffen wir auf gute Fähigkeiten, gute Perks oder was weiß ich, irgendwas Gutes. Brandpfeile wären toll. Oder Explosionspfeile. Irgendwas, was brennt und explodiert. Bup. Komm schon, komm schon. Was Gutes. Was Gutes. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler. Das hätte ich auch skillen können. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung LB gedrückt. Das hätten wir auch skillen können. Naja. Haus der Kranken. Eigentlich logisch, dass es in einem Krankenhaus schnelle Heilung gibt. Und keine Explosionsgranaten. Verdammt, wir brauchen das Haus der Explosion. Da gibt es dann vielleicht Explosionsweile. Brauche ich nicht. Dann kann ich hier einfach runter. Da stand was, hätte ich drücken sollen? Stand da X oder A? Verdammt. Da konnte ich gar nicht lesen. Ich habe einfach nur A gedrückt. Wäre dasselbe drin gewesen, wenn du es geskillt hättest? Die Frage ist... Ich komme jetzt hier nicht in den Skillbaum, ne? Wir gucken gleich mal in dem Skillbaum, ob das jetzt geskillt ist. Weil ich komme jetzt hier, glaube ich, nicht in den Skillbaum. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Gucken wir gleich am Leuchtfeuer, ob der Perk jetzt quasi geskillt ist. Das ist eine interessante Frage. Wo kam ich hier raus? Ah, hier ist doch direkt das Leuchtfeuer. Ist ja wunderbar. Gucken wir. Fähigkeiten. Und das war bei Überleben? Nee, da war es nicht. Schneller Heiler hieß das, ne? Aber, es steht drin, verbinden Sie die Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit dem schneller Heiler, mit der schnellen Heilerfähigkeit. Also tatsächlich die Stacken. Die Stacken. Also das heißt, das haben sie tatsächlich bedacht, weil schneller Heiler so gibt es nicht. Das ist tatsächlich der Perk von dem... Doch, da ist schneller Heiler. Den habe ich geskillt. Und dann gibt es nochmal den Feldsanitäter. Den hatte ich nicht geskillt, aber das Spiel hat ihn mir jetzt gegeben, ich Depp, natürlich. Also ich hatte ihn nicht geskillt, aber jetzt habe ich ihn. Und er würde sogar nochmal stacken mit dem Feldsanitäter. Dumm ist natürlich, wenn du den geskillt hättest. Dann hättest du vielleicht den Feldsanitäter bekommen. Oder den starke Medizin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Skill bekommen, weil geskillt hatte ich das nicht, weil wir ja noch nie uns verbunden haben. Siehst jünger aus, muss am Spielen liegen. Macht jung, auf jeden Fall. Viele schätzen mich halt gut 10 Jahre manchmal jünger. Ja, Spielen hält fit. Ich mache halt E-Sports. Nein, ist ja kein E-Sport, aber ich mache auch keinen normalen Sport. Keine Ahnung. Ja, wir porten raus, ne? Ja, ich glaube, wir porten raus. Ne, wir porten nicht raus, wir gehen den anderen Weg. Da wollte ich ja unbedingt runterrutschen. Das müssen wir mal rausfinden. Eventuell ist ja auch der Wolf wieder da. Dann nehmen wir nämlich das Seil, weil ich mir schon gespannt habe.
Und Grab abgeschlossen. Dann haben wir das erste von vier in dem Gebiet. Was? Ja, würde ich O sagen? Ach, soll das ich auch heißen? Ah, okay. Das hat eine Sekunde gedauert. Oder vom Rauchen. Ja, ich rauche ja nicht mehr. Da habe ich 12 Jahre gemacht. Aber seit fast 4 Jahren jetzt schon nicht mehr. Da bin ich auch ganz froh drüber, da irgendwie weggekommen zu sein. Weil mittlerweile kostet ja so eine Schachtel irgendwie dein Neugeborenes. Keine Ahnung, was so eine Schachtel mittlerweile kostet. Fast 6 Euro oder so, ne? Alter Schwede. Gehst du mal eben eine Stange kaufen. Bup, 60 Euro weg. Holy moly. So, da hatten wir den. Das kann ich nicht mitnehmen. Das hatte ich abgeschossen. Dann gehen wir mal hier uns runterhangeln. Und guck mal, wo wir hier rauskommen, wa? Habt ihr gesehen, welche Taste. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Mit dem Dampfen von heute auf morgen. Weil ich habe tatsächlich die letzte Kippe ausgemacht und bin dann in den Dampfladen gegangen, habe mir ein Dampfgerät da vor 4 Jahren geholt und habe seitdem nie wieder eine Schachtel angefasst. Aber das ist halt von Typ zu Typ unterschiedlich. Den einen fällt das Rauchen aufhören leichter, den anderen fällt schwieriger. Und ich hatte halt Glück, mit dem Dampfen hat es bei mir super geklappt und seitdem keine Kippe mehr angefasst. Meine Frau hat das gleichzeitig gemacht und die ist noch ein, zweimal rückfällig geworden. Kam am Anfang nicht ganz so gut mit dem Dampfen klar, aber hat es dann letztendlich auch geschafft und die ist jetzt auch seit über 3,5 Jahren absolut rauchfrei und auch Dampferin. Den hatten wir schon letztes Mal, den Compound-Bogen, Sleepless. Den hatten wir schon im letzten Stream bekommen. Diesen Stream hatten wir keinen Bogen-Upgrade. Wir haben nur eine MG bekommen, die ich nicht nutze. Oh, da ist ein Reh. Da ist ein Reh. Wir brauchen noch ein Reh. Gut, 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 kleines Reh. Ach, ich bin ja so ein guter Rehschütze. Dieses Reh. Ach komm, ey. Ich treffe die nicht, die sind zu schnell. Diese Biester. Ist er da oben freundlich? Ja, anscheinend. Bravo, jetzt ist das Reh wieder weg. Cutter, sage ich einfach mal, ja? Cutter? Ja. Also schon. Aber wie Spike auch sagt, anders. Nicht so instant. Wenn du rauchst, ich weiß nicht, kennst du vielleicht als Raucher, du stehst morgens auf, frühstückst vielleicht nicht und ziehst dir halt die erste Zigarette rein. Da hast du ja dann sofort so einen Nikotinflash, der halt richtig durchgeht. Ne, weißt du, was ich meine? Mit so einem leichten Schwindelgefühl, Pieperpops. Das hast du beim Dampfen eher nicht. Dampfen ist etwas langsamer. Das heißt, bis das Nikotin wirkt, dauert ein bisschen länger. Aber es wirkt halt auch. Sonst könntest du halt nicht mit dem Rauchen aufhören. Wo komme ich denn da oben hin? Achso, da kam ich her, ne? Da ging ich runter. Ich verstehe. Ah, jetzt ist dieses Reh weg. Ja klar, wenn du umsteigen willst, All-Star, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass schon Nikotin drin ist, weil sonst wird das Umsteigen nicht klappen. Sonst wird das Umsteigen nicht klappen. Also du musst schon mit Nikotin anfangen. Kannst dann versuchen, auf lange Sicht das Nikotin zu reduzieren oder wegzulassen. Aber fürs Umsteigen brauchst du es, sonst wird das nicht klappen. Ich habe damals mit 18 Milligramm angefangen mit dem Dampfen und bin jetzt mittlerweile zwischen 4,5 und 6 Milligramm. Also halt drastisch reduziert über die Zeit. Schwere Pistole. Eins von vier. Für vier. Für. Ja, für. Genau. Was ist hier? Mehr Bogen. Nicht mit. Da drüben ist eine Kiste.
Frage ist, wo muss ich mir hier wieder einen Weg bauen, um da hinzukommen? Ich sehe ein Teil, das da. Und ich sehe da hinten ein zweites Teil. Und hier sehe ich ein Seil. Und was bringt mir das? Achso, gar nichts. Ja, ja, verstehe ich schon. Ich sollte vielleicht springen. So, jetzt bitte mal hier springen. Naja, das bringt mir gar nichts. Ja, wobei tatsächlich Dampfen ohne Nikotin im Bier, wenn es ja nur um den Geschmack geht, ist ja in dem Sinne kein Problem. Da kann es ja ruhig dauernd nuckeln. Ich brauche persönlich das Nikotin nicht, um diesen Flash zu haben, also diesen Nikotinflash, was halt mit den ersten beiden Kippen am Morgen ist, sondern ich brauche dieses leichte Kratzen im Hals. Und das Problem ist, ohne Nikotin hast du das halt nicht. Dann ist das so das Gefühl, als ob du Luft einatmest. Also, jetzt habe ich gedampft. Nur wenn ich ausatme, kommen Wolken. Du merkst dann halt nichts. Und deswegen brauche ich halt das Nikotin. Weil ich halt diesen Druck in der Lunge halt fühlen muss und möchte. Und es gibt mittlerweile auch Liquids, die das ohne Nikotin versuchen. Da wird dann irgendwie mit Ersatzstoffen gearbeitet, mit Chili-Komponenten. Irgendwas, was die Lunge halt reizt. Und, das ist aber auch nicht meins. Oh, hier ist eine ganze Refabrik. Verdammt. Und deswegen, ich bleib bei dem kleinen Nikotin und alles in Maßen. Wird schon passen. Und wenn nicht, habe ich Pech. 2 von 4 Hirschfällen. Ja, wir brauchen noch da hinten. Irgendwo ist ein Hirsch. Aber danach kann man es ganz lassen. Ja eben, also dann könnte ich es auch ganz lassen, ob ich jetzt dann an der Dampfe ziehe, womit ich nur noch erheblich mehr trinke, weil durch Dampfen kriegst du einen trockenen Mund. Also ich rede hier, weil ich mit euch spreche. Und Dampfe noch, das nochmal einen trockenen Mund macht. Das heißt, als Dampfer trinkst du halt auch mehr. Also ganz ehrlich, wenn ich das Nikotin und so und das alles nicht bräuchte, dann würde ich es auch lassen. Dann würde ich eher Kaugummi lutschen oder Fruchtbonbon essen. Ja, plus die Ersatzhandlung, die Tanja halt anspricht. Das war für mich halt auch ein Grund. Rauchen war damals halt auch noch eine soziale Komponente. Das heißt, du gehst halt mit Kollegen in den Raucherraum und unterhältst dich über die Geschehnisse vom Tag. Wenn du nicht raushauen sollst, da reingehen. Dementsprechend, oder Ritual rauchen. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Das sind halt eben noch diese Ritualklamotten. Was weiß ich, eben morgens nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück zum Kacken gehen, nach dem Sex. Was weiß ich, wann ihr so Ritual braucht. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Ja. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja, ja, klar. Mama. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Achso, ich kommen glaub, Sie das wieder, sind die wenn Drohnen. Die Dinger erledigt sind. Lustig. Na ja, gut. Gucken wir mal, ob wir so ein paar Mopeds irgendwo finden. Da haben wir noch Pfeile. Komme ich nicht ran. Voll, okay. Ich bin stolzer Nichtraucher. Das ist auch am cleversten. Dann gar nicht damit anfangen und auch nicht über das Dampfen nachdenken. Das ist das cleverste.
Da ist eine Drohne. Ach du Kacke. Ist klar, die kleine Drohne explodiert wie eine Nuklearrakete. Verstehe. Warum auch nicht? So, wo ist jetzt dieses Reh hin? Ich wollte noch Rehe. Alter Schwede, aber gar nicht wahr. Unschön hier. Kann ich hier auch looten? Kann man die looten? Achso, das war gar nicht das. Achso, das war gar nicht das Moped. Rehe, wo seid ihr? Ja, das war etwas laut, diese Explosion. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, es macht Puff, aber stattdessen hat es Rums gemacht. Ich habe das Reh gesehen. Ich seh's. Erwischt! Trinity wird bald hier sein. Gut. Quest abgeben, Hype. Was ist hier? Hier ist eine Höhle. Hier war ich noch nicht. Ja, Alkohol trinke ich auch nicht. Kann ja nicht alle Laster haben. Und damit meine ich nicht LKWs. Bin ich jetzt? Ah, ich glaube, ich bin unterhalb vom Brunnen. Kann das sein? Nee, doch nicht. Boah, ich brauche größere Taschen, verflucht. Hm, ich rechne das hier hinten mit. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Neo, tatsächlich sehr vernünftig. Vor allen Dingen auch dann, wenn du sie wirklich gespendet hast. Sehr, sehr geil. Respekt dafür. Nee, auf jeden Fall vernünftig, natürlich. Wie gesagt, Leber, Niere, die werden es dir alle danken. Ja gut, das war es dann hier in der Höhle. Mehr gibt's ja nicht. Ja, ich ärgere halt immer nur ein bisschen noch die Lunge. Die anderen Organe schon nicht. Wenn es dann irgendwann nicht mehr mit den Dampfen klappt, dann muss ich auf Alkohol umsteigen oder so. Nein, Scherz natürlich. Vielleicht höre ich auch irgendwann mal auf. Wobei, es ist halt deutlich günstiger. Rauchen, da wäre mir mittlerweile echt das Geld zu schade. Also wenn du nicht gerade selbst drehst, shopfst oder so. Läuft ja gut. Brauchen wir nur noch so ein paar Rehe. Und wir haben Lauf. Achso, ja, eigentlich die Quest haben wir ja fertig. Das heißt, ich könnte die Quest ja auch einfach abgeben. Wo mache ich das? Das war oben im Dorf, ne? War das oben im Dorf? Ich muss mal ganz kurz die Mission auswählen. Ja, da ist die.
Genau, absolut richtig, Neo, das ist auch meine Einstellung. Die verfolge ich tatsächlich auch, ich bin sehr liberal, leben und leben lassen. Spielt auf der Playstation, spielt auf dem PC, spielt auf der Xbox, raucht, trinkt, macht Bären, Liebe. Minimum. Ihr wisst, was ich sagen will. Schon unter Rauch. Alter Schwede. 37 Pfeile später. Ich dachte, ich war in der Höhle. Erstmal den Bär rasieren. Ein Bärenfell und keine Pfeile. Muss mal Pfeile bauen. Und ein Giftpfeil. Dankeschön. Der hat gut eingesteckt. Der gepanzerte Bär. Alter Schwede. Und ich dachte mir, ich schaue nur mal ganz kurz in die Höhle rein. Alter Schwede. Ja, ich wollte sagen, macht wie ihr wollt. Ich bin da der Letzte, der irgendwie ein Hardliner ist und irgendeine Meinung vertritt. Jeder so wie er will. Leben und leben lassen, absolut. Da bin ich der Letzte, der sich streitet. Das wollte ich sagen, bevor dieser Bär hier mir ins Gesicht gesprungen ist. Alter Schwede, kommt hier einfach so ein Bär um die Ecke gekumpelt. Hab's eigentlich jetzt nur einen Eingang. Ja, anscheinend. Oder? Ja, nee. War der Eingang. Uiuiui. Dieser Bär. So, gehen wir die Kreise ab. Ich sehe jetzt nur nicht wo. Hinter mir. Da. Ah, hier war das. Oh, vielleicht kriegen wir was Cooles. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Jawohl. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Legen Sie die Ressourcen in den Korb. Bringen Sie Ressourcen zum Turm. Achso, ja, hier einmal reinlegen. Und die andere zum Turm. Wo ist der Turm denn? Wieso spielt keiner mehr ältere Konsolen? Habe ich schon häufiger gesagt, Navy. Ich habe ein Steckdosenproblem. Ich habe 18 Steckdosen rund um den Computer. Nein, alle belegt. Ich bräuchte eine 19. für die PlayStation 3. Die steht hier neben mir. Der GameCube auch. Ich bräuchte noch eine Steckdose. Ich habe keinen Platz dafür. Ich weiß nicht wohin. Ich habe halt die PlayStation. Ich habe halt die PlayStation 4, die Xbox One. Die hängen halt am Splitter zur Capture-Karte. Und ich habe keinen Platz, die PlayStation irgendwo noch annähernd dahin zu stellen. Keine Ahnung. Die Steckdosen sind begrenzt. Hashtag First World Problems. Und da ich dann halt keine Lust habe, jedes Mal die Konsolen umzubauen, scheitert es an der Faulheit. Wie gesagt, deswegen, ich bin ganz froh, dass Xbox diese Abwärtskompatibilität hat, dass man halt da die alten 360er-Spiele mittlerweile auf der One spielen kann. Das heißt, da kann ich ohne großartig umzupöpseln die alten Spiele einfach auf der Xbox spielen. Ich hoffe, das gleiche kommt mit der PlayStation und PlayStation Now, wenn du die irgendwann streamen kannst, die älteren Spiele, dass man dann auch nochmal die älteren Spiele von der PlayStation 4... halt die PlayStation 3 Titel spielen kann, wie unter anderem mal ein Demon's Souls oder so, dann wäre ich glücklich. Ne, Sega und Nintendo Konsolen hatte ich nie. Sega war Dreamcast, ne? Ne, habe ich nicht. War immer Sony, also PS1, PS2, PS3, PS4, hier habe ich auch alle. Und Xbox jetzt die erste, die One.
war halt immer Shoni. Und ich soll da hinten hin und das ist jetzt die Quest für das Abgeben-Ding, ja? Untersuche das Tal. Nein, ich möchte bitte am Turm abgeben. Warte, der Turm ist ja am Arsch der Welt. Naja, vielleicht finden wir ja noch eine Drohne. Weiß man, was im Februar für PlayStation Plus? Ja, habe ich am Anfang gesagt. Sleepless, Helldrivers, kenne ich nicht. Habe ich mir angeguckt, ist nicht meins. Und irgendein Spiel, was mit Nom Nom anfängt. Und dann habe ich gesagt, Nom Nom interessiert mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es sind zwei Top-Down-Indie-Spiele und beide nicht so umwerfend für mich. Für die PS3 war Dirt dabei und Persona... Irgendein Beat'em'up von im Persona-Universum. Also nicht Persona 4 oder so, sondern so ein Persona-Beat'em'up. Und für die Vita irgendwie Lemmings und noch irgendwas. Also diesen Monat recht schwach. Also für mich leider gar nichts dabei. Ich hoffe, dass halt Xbox Gold bessere Spiele diesen Monat halt anbietet. Weil es, muss ich sagen, ist wirklich das allererste Mal, dass halt null dabei ist, was mich halt also überhaupt nicht interessiert. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Nö, also ist wie gesagt das erste Mal All-Star. Wie gesagt, ich spiele halt auch ganz gerne halt diese Indie-Spiele, sei es jetzt ein Broken Age oder ein Remaster von Grim Fandango. Das ist alles okay, damit kann ich gut leben. Also ich jetzt persönlich. Und bis jetzt war halt immer was dabei, was okay war. Aber diesen Monat ist halt absoluter I don't care. Die PS Plus-Spiele interessieren mich leider gar nicht mehr. Letzten Monat war noch Grim Fandango drin. Also, nicht? Und davor war Broken Age und davor war, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, es war ja schon drin, Super Meat Boy, es war drin, Binding of Isaac Rebirth. Also es waren ja schon einige Spiele drin. Achso, das hattest du schon. Ja gut, ich nicht. Ich nicht. Bei manchen Spielen sage ich ja halt, ne? Die kaufe ich mir nicht, weil sie es mir nicht wert sind, der Vollpreis. Ich warte auf einen Sale und dann kommen sie meistens schon irgendwann im PS Plus. Persona 5, Killer Max, werden wir uns auch anschauen, wenn es für die PS4 kommt. Ja, Persona 4 habe ich ja auf der Vita gespielt, also Persona 4 Golden. Wenn Persona 5 dieses Jahr kommt, das werden wir uns dann auch anschauen. Also, wenn es dann gut ankommt, auch komplett streamen. Wobei ich da vielleicht das eine oder andere mal Hilfe brauche, weil ich absolut kein Persona Pro bin. Ich spiel's nur gerne, ich kann's nur nicht. So, Drohnen sehe ich hier gerade nicht. Rehe sehe ich gerade nicht. Das heißt, wir können hier mal über die Brücke gehen, wa? Ja, Wayne Hearts Rocket League, die waren halt auch cool. Oh, hier ist schon wieder ein Grab. Wo? Oh. Oh. Da? Das könnte ein Grab sein. Das trifft auch genau zu. Ey, wir finden hier heute Gräber am laufenden Band. Wie komme ich denn da hin? Vorne ist auch ein Eingang. Das sieht doch schon mal nicht falsch aus. Das sieht doch schon mal ganz sogar richtig aus. Oder? Sieht das richtig aus? Was meint ihr? Ich würde sagen, das sieht nicht falsch aus. Huch, da war noch was. Hier. Und wie gesagt, es kommen jetzt halt noch so viele Spiele, wovon garantiert auch welche dann in ein, zwei Jahren wieder ins Plus kommen. Klar, wenn man sich alles halt sofort kauft, dann ist auch PlayStation Plus das Falsche. Ich glaube, es ist eher so wie Leute für mich, die sich halt ab und zu mal die Blockbuster kaufen und alle anderen die kleineren eher nicht holt und sagt, ja, die wären was, aber bin ich gerade zu geizig für. Wie gesagt, deswegen habe ich schon das eine oder andere Spiel halt im Plus bekommen, wo ich sage, okay, das hätte ich mir nie gekauft, aber ist cool, dass ich es jetzt habe. Um,
komme ich denn da hoch? Kann ich da was festmachen? Ne, das wäre ja dann das Blödsinn, das wäre ja rot. Okay, es sah gut aus, aber ich glaube, das ist eher der Rückgang. Rückweg. Ja gut, aber das System, was jetzt ja, wofür ja alle jetzt auf einmal Sony haten, Medias, das hat ja Sony nur von Microsoft übernommen. Das war ja bei Microsoft mit Gold und so ja schon immer gang und gäbe. Sony hat das System ja quasi nur übernommen. Aber ich sag dazu, ich habe PlayStation Plus 2 Jahre bevor die PS4 überhaupt rausgekommen ist und das überhaupt Pflicht wurde. Ich hatte es nur wegen den Games schon 2 Jahre davor. Und für mich hat sich's halt im Jahr immer gelohnt. Also es waren immer die 50 Euro, hatte ich irgendwie raus. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Was ist denn Hand of Fate? Ich hab's gelesen. Ich kann mir gerade nichts drunter vorstellen. Oh, hallo. Hallo. Nee, ich hab keine Ahnung. Hand of Fate? Sagt mir ad hoc nix. Hand of Fate. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Eindringlinge tragen. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar Gewehre. Oh, hallo. Hallo. Muss mal hier kurz durch. Bin ich hier eigentlich irgendwo, wo ich... Nee, ich muss da hinten hin. Ich muss noch mal ganz kurz, oder? Machen wir noch. Machen wir nicht. Hallo. Ist das jetzt hier das Grab? Grüße. Worum geht's? Letztendlich ist Lara auf den Spuren ihres Vaters. Und es geht tatsächlich um ein verstecktes Gebiet, was sie halt sucht. Was? Springen Sie von über Wasser gelegene Plattform und drücken Sie in der Luft schnell LT, um zu tauchen. Ach so, ja. Natürlich. Was? Warum? Karten erwachen dann zum Leben und kämpfen. Kenn ich nicht. Fehlende Ausrüstung. Drahtseil. Also hier kommen wir in das Grab noch nicht rein, aber das wird wahrscheinlich ein Ding sein. Ja gut, dann machen wir da nächste Mal weiter. Also nächste Mal heißt morgen um 22 Uhr, bevor wir jetzt nochmal was Großes dann anfangen, können uns halt nochmal... Ach nee, ich kann mich ja nicht porten. Ich muss ja eh zum Leuchtfeuer zurück. Gucken wir, was auf dem Leuchtfeuerweg liegt. Das war jetzt der Tauchspur? Das sah aber komisch aus. Und gehen dann zum Leuchtfeuer. Eventuell morgen dann noch mal ein paar Fälle looten, aber naja, wofür? Brauchen wir im Moment nicht. Und dann geht's morgen weiter. Um 22 Uhr. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir das Drahtseil dann irgendwann recht baldig finden. Ich muss da so weiterhin. Zum Leuchtfeuer, glaube ich. Styx ist in Games with Gold. Das habe ich schon von PlayStation Plus. Das heißt, dann kann ich mir die Konsole aussuchen, auf der ich spiele. Styx Masters of Shadow. Ja, da
gab es auch schon im PlayStation Plus. Ja, aber auf dem Bild sah es ja wie ein Kopfschwung aus. Deswegen hat mich das jetzt gewundert, dass sie halt mit den Füßen voran da so reinplöpst. Kampfmesser habe ich schon. Da können wir mittlerweile die guten Flaggen abmachen. So, wo war denn hier das Leuchtfeuer? War hier oben, ne? Leuchtfeuer? Ich bin dran vorbeigeheizt. Da war das Leuchtfeuer. Natürlich, da war das Leuchtfeuer. So, dann reise ich noch, damit er das auch speichert, einmal eine Reise ins erste Gebiet. Ist ja egal, Hauptsache wir sind da irgendwo. Fähigkeitenpunkt vergebe ich morgen, das machen wir heute auch nicht mehr. Und zwar gehen wir hier hin, ist zwar nicht das erste Gebiet, aber gehen wir da hin. Was ist noch drin, wenn das schon bekannt ist, Medias? Gerade die abwärtskompatiblen Spiele für die 360er. Ich habe ja auch keine 360 gehabt. Was ist da dabei? Zum Beispiel über das Butcher 2, das abwärtskompatible, hatte ich mich sehr gefreut. Das habe ich auch schon ein bisschen angezockt. Jo. So, ich schaue derweil mal, wer noch Streamerinot, dass wir eventuell noch einen Host da lassen können. Schwubbeli-wubbeli. Gucken wir mal.